Moin Leute! Herzlich willkommen bei den Tabletop Eagles! Genau. Heute wieder eine kleine Vorstellung von einem bestimmten Ding. Denn wir haben zwei Bücher. Gib mir auch mal eins. Kampfgebiet Octarius. Kriegsgebiet Octarius. Mhm. Band 1 und Band 2. Genau. Band 1, die steigende Flut und die kritische Masse. Genau. Ja, was ist das Ganze denn? Das sind so Art Kampagnenbücher, die Games Workshop ja jetzt immer wieder rausbringt. Mhm. Und eine ganz coole Sache hieran ist eigentlich, dass es mal eine Kampagne ist, wo es nicht im Hauptaugenmerk auf dem Imperium liegt, sondern auf zwei Xenos-Rassen. Genau. Orks und Tyranniden. Und zufälligerweise haben wir ja sogar diese Armeen, die Tyranniden und die Orks. Tatsächlich, ja. Und da hatten wir uns überlegt, könnte man ja vielleicht mal so eine Kampagne nach und nach mal spielen. Genau. Und da wir vorher auf YouTube geguckt haben, auch ob irgendwas zu den Büchern zu finden, und wir nichts dazu gefunden haben, haben wir gedacht, wir stellen das Ganze einfach mal vor. Die sind auch schon ein bisschen älter, also jetzt nicht so alt, also jetzt nicht 10 Jahre oder so. Ich weiß nicht, steht das hier drin, von wann die sind. Copyright 2021, okay, das ist vom letzten Jahr. Hm. Also ist teilweise im 40k-Verhältnis, kann das ja schon alt sein, ein Jahr. Ja. Aber es ist ja noch aktuell, deswegen. Ja, und dann würde ich sagen, das Ganze stellen wir euch mal ein bisschen vor, zeigen mal, was in diesen ganzen Büchern so drin ist und ja, was wir denn auch so vorhaben damit vielleicht. Und das Ganze nach dem Intro. Auf geht's! Ja, das Kriegsgebiet Octarius. Was ist denn wohl das Kriegsgebiet Octarius? Das frage ich mich auch. Ja, Octarius ist ein Ork-Imperium, oder heißt ein Ork-Imperium, eine Kolonie, ein System, das von Orks beherrscht wird eigentlich. Und da die Imperialen immer wieder ja Probleme mit den Orks hatten und ja, Überfälle gestartet haben und so weiter, da hatte sich, wie heißt der nochmal? Kryptmann, glaube ich, ne? Der Typ da oben. Ja, Inquisitor Kryptmann. Kryptmann, ja. Inquisitor Kryptmann, der ein Spezialist im Bereich Xenos ist, hatte dann eine ganz gute Idee gehabt. Und die Idee war, dass er einfach Tyranniden in dieses System bringt, damit sie diese beiden Xenos-Rassen gegenseitig auslöschen. So war der Plan vom guten Kryptmann. Ja, dann hatte er mit kleinen Trupp Deathwatch ein paar Symbionten ja, quasi gesammelt, auf einen Planeten oder beziehungsweise auf so einen kleinen Mond platziert und hat diesen Mond dann gesprengt und dadurch halt durch diese Detonation in diese Umlaufbahn zu bringen, damit das Ganze in dieses Octarius-System gelangt. So, dann sind die Symbionten irgendwann da angekommen in diesem System, haben sie natürlich dann auf den Fuß gefasst, ne, so langsam halt so symbiontenmäßig das Ganze unterwandert. Dann gab es halt Störungen im Warp, beziehungsweise diese Warp-Schreie, die diese Tyranniden ja, womit die auch kommunizieren. Und das hat die Schwarmflotte Leviathan empfangen und ist daraufhin mit der gesamten Schwarmflotte einfach in dieses Octarius-System gekommen. Also quasi alles so, ne, wie sich der gute Kryptmann das vorgestellt hat. Ja, nur dann ging es halt los. Und das blieb halt nicht nur dabei, dass es in diesen Systemgefechten geführt wurde, sondern das Ganze wurde dann immer ausgeweitet. Ja. Und ist sehr unkontrollierbar geworden. Und ja, war dann doch nicht ganz so, wie es eigentlich geplant war. Ja, ach, hätte ich mir auch denken können. Und da, es gab halt riesige Gefechte halt zwischen diesen beiden Xenos-Rassen halt, die natürlich auch beide auf Masse ausgelegt sind, und haben dann richtig gegeneinander gefightet halt. Richtig ja, heftige Gefechte geführt. Ja, und das Ganze ist halt so in diesen Büchern halt so mehr oder weniger halt zusammengefasst worden, um daraus eine kleine Kampagne zu machen. Das Ganze ist halt in zwei Büchern aufgeteilt. Genau, ich habe hier Buch 2 und du hast Buch 1. Genau, und im ersten Buch geht es hauptsächlich um diese Tyranniden.
Das heißt, am Anfang ist halt erstmal wieder eine ganze Menge Fluff halt, ne? Was ist genau passiert, die ganzen Planeten, die ganzen Krams und sowas halt. Ne? Also ich muss auch sagen, diese Bücher sind immer schön aufgebaut, ne? Schön illustriert. Und das stimmt, ne? Ja. Also das, wenn Games Workshop was kann, dann ist es das, obwohl die Bücher teilweise auch recht teuer sind, aber qualitativ sind die auch immer sehr gut. Ja, hochwertig, ja. Auch ja. So vom Druck halt her und vom Schreiben und so, das ist eigentlich echt gut. Super. Auch alles in Farbe halt, ne? Das kostet natürlich ja auch. Schön gemacht, ja. Genau, da wird halt ein kleiner Abriss halt über diese ganzen Planeten halt geliefert. Bestimmte, ja, natürlich Imperium war auch dann damit involviert, ne? Zwar nicht als Haupt. Ja, davon war aber auf jeden Fall weg, ne? Also Imperium soll da. Genau, wir wollen nicht halt so die Rolle spielen. Auf die zwei Hauptfraktionen, das heißt Orks und Tyranniden aus. Genau. Und genau, das Ganze fängt dann hier an. Hier wird halt ein Sturm auf eine Pankalis-Kampagne. Dann wird das hier angefangen zu erklären. Kampagnenlänge, Kampagnenleiter kann man dann einsetzen, die Kampagnenphasen, wie wird das Ganze gespielt und so weiter. Das ist auch nicht die Frage, wie wir das dann machen, ne? Mit Machtpunkten? Genau, das Ganze kann man halt einfach nach am Kreuzzugsystem spielen oder halt nach ausgewogenem Spiel. Mhm. So, ausgewogenes Spiel finde ich persönlich aber immer langweilig, weil es heißt immer, der hat genauso viel wie der. Und das finde ich halt immer irgendwie blöd. Das heißt, ich persönlich finde es immer gut, wenn es unausgeglichen ist. Ja, ich weiß, ja, viele werden jetzt die Hände am Kopf schlagen und sagen, mein Gott, unausgeglichen, Warhammer spielen, das geht gar nicht, es muss immer ausgeglichen sein. Nein, muss es nicht. Es kann auch unausgeglichen sein und darf unausgeglichen sein, denn Krieg ist auch nie ausgeglichen. Wenn ich Angreifer bin, habe ich immer mehr, weil ich will ja meist was von dem, also muss ich damit ja einplanen, dass ich mehr habe als der Gegner. Ja, ja. Klar, außer man hat halt irgendwie schlecht, ne, ausgescoutet oder was auch immer, dass der Gegner eine Menge mehr hat, aber ansonsten ist das ja auch immer so, dass es halt nie ausgeglichen ist. Und das Ganze muss man halt auch mal auf dem System widerspiegeln. Weil viele sagen immer so, ja, es macht ja gar keinen Spaß, wenn ich jetzt irgendwie nur, keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie 500 Punkte weniger als der andere. Ja, aber dann musst du halt versuchen, ne, das mit das Beste zu machen halt. Ja gut, ich sag mal, das ist ja auch kein Turnier-Ebene jetzt, so eine Kampagne, sondern einfach, es ist halt eine Kampagne, ne? Genau, es ist halt einfach eine erzählerische Kampagne oder ein erzählerisches Spiel. Und da darf es halt auch mal unausgeglichen sein und muss halt nicht immer alles ich kann meine Tyrannien nur ausführen. Bis auf den Punkt halt ausgeglichen sein. Dann gibt es halt auch gewisse Siegerboni, wenn man halt Schlachten gewinnt, bekommt dann derjenige, der die Schlacht gewonnen hat, halt bestimmte Vorteile. Dann gibt es halt hier so eine Liste halt, die halt dann vorher drin stand, was man halt dann bekommt. Sich geniale Strategien, ne? Dann bekommt man zum Beispiel hier einmal pro Schlacht, wenn eine strategische Gefechtsoption einsetzt, kostet die zum Beispiel 0 Gefechtspunkte und so weiter. Ne? Störfelder, Belagerungselemente, das Blatt wendet sich, mobile Reserven, Elite-Kill-Team und so weiter und so weiter. Dass er halt bestimmte Boni halt kriegt. Hier sind dann auch vorgefertigte Kampagnenbäume drin mit vorgeschriebenen Spielen, also Missionen. Genau, ja. Die Größe ist dann da vorgegeben und auch der Siegerbonus ist vorgegeben. Das Ganze kann man aber auch frei gestalten, so wie man halt selber möchte. Wenn man sagt, ah, ich will aber diese Mission da haben und dann soll die Mission kommen oder die Mission. Ne, das ist natürlich auch freigestellt. Hat man natürlich auch dann hier die Möglichkeit, das umzusetzen. Dann gibt es auch noch verborgene Aufstellungen hier und auch Schattenmissionen, wo man halt so ein bisschen Schattenmissionen sind verdeckte Operationen. Ja, ich glaube, hier, da steht ja auch Kampagnenleiter. Da sind Dekrete, die Kampagnenleiter und Werkzeuge, da Kampagne, das zur Verfügung stehen, um einen Sturm auf Pankalis Kampagne. Ja. Genau. Da kann zum Beispiel eine Schattenmission, das ist zum Beispiel dann hier so eine verdeckte Operation, wo man dann hier zum Beispiel sich Versorgung unterbrechen muss, Munitionslager sprengen, gefangen nehmen und verhören, tollkühne Überfall, Kommnetzwerke sabotieren, Anschlag auf Kommandostrukturen. Klingt natürlich jetzt auch alles sehr imperialisch, auch ein cooles Wort. Ja. Aber gut, tatsächlich. Imperium war halt auch vertreten mit kleinen Kommandooperationen, die natürlich dann da auch mit agiert haben. Oder Space Marines halt. Und natürlich möchte GW ja keine Fraktion ausschließen aus diesen Kampagnen. Ne? Du kannst die sagen, halt immer, das sind die Hauptfraktionen, aber wenn du kannst auch die und die und die einsetzen, wenn du willst, und halt die zur Verfügung hast. Dementsprechend kann man halt Schattenmission, man kann das Ganze ja auch namenstechnisch als Mission halt ummünzen. Ne? Muss ja auch nicht sagen, hier Versorgung unterbrechen oder was weiß ich, gefangen nehmen und verhören. Ein Tyrannide wird nichts gefangen nehmen und verhören eigentlich. Nee, und andersrum bringt dir das auch nichts, wenn du den gefangen nimmst. Nee, ja, der kann dir auch nichts erzählen. Aber das kann man ja irgendwie ein bisschen ummünzen halt, ne, dass man sich irgendwie genau. Das anders halt nennt halt als Ziel. Ne.
Genau, da sind halt hier gewisse Armeeregeln drin für bestimmte Fraktionen. Hier zum Beispiel sind für die Kadianer noch bestimmte Kriegsherrenfähigkeiten drin, Reliquien, die dann auch vertreten sind noch für Kadia, noch andere Gefechtsoptionen. Was haben wir hier noch? Killteam-Einsatzverband. Gibt es dann hier auch noch drin. Das ist dann für die Deathwatch. Ist dann auch ganz cool. Hier hat man auch wieder bestimmte Gefechtsoptionen für die. Hier ist dann wieder ein schönes Artwork drin. Genau, dann gibt es noch Befestigungen, hier himmlische Landeplattformen und so weiter. Weil es gibt ja teilweise auch immer auf diesen Planeten ja auch noch menschliche Vorkommnisse, so ist ja nicht. Ne? Vielleicht war das ja auch mal ein imperialer Planet, der von Orks übernommen wurde und da stehen halt immer noch teilweise diese alten Geländestücke. Die alten Geländestücke? Ja, oder die alten Gebäude, sagen wir es mal so, die dann halt wieder befestigt werden und eingesetzt werden. Ne? Ja. Auch von Orks-Seite. Orks, die nehmen ja alles, was sie kriegen können, ne? Genau, hier sind wieder ein paar Beispielbilder drin. Dann gibt es hier auch noch einen Appendix für die Inquisition tatsächlich. Mhm. Da gibt es hier diese ganzen Inquisitionsmodelle. Großinquisitor Kyra Draxus, Inquisitor Cortez. Habe ich noch nie gesehen, diesen Typen, Draxus. Nee, ich habe die Modelle auch noch nie gesehen. Aber also ich glaube, Cortez kenne ich, ist klar. Das sind auch irgendwelche Umbauten, weil guck mal, der doch sieht aus wie eine Elder-Waffe, die der hat. Ja, auch von Elder Körper halt, ne? So eine sind, glaube ich, Selbstbauen. Den gibt es, glaube ich, als Modell hier sogar, diesen Inquisitor hier, dieses Ding hier mit dieser Armbrust. Eine Olle. Ja, die gibt es, glaube ich, als Modell auch. Wraith Hex. Ja, jedenfalls sind hier auch Inquisitor-Regeln drin. Ja. Den gibt es aber auch als Modell, dass der auf dem Thron sitzt. Karamazov. Ja. Den hier gibt es einen normalen Inquisitor. Und dann gibt es auch noch hier diese Jacaro-Waffenschmiede, Kolyten und Besessene. Da kann man ja doch Inquisition aufstellen, theoretisch. Ne? Ist ja auch für drin die Regel. Rüstkammer des Ordos, ne, hier die ganzen Waffen, die halt einsetzen. Ja, schon interessant, so ein Kampagnenbuch, ne? Auch wieder Gefechtsoptionen. Begabung des Kriegsherrn. Ist halt wieder was anderes als, sag ich mal, sich 24 Zoll gegenüber aufzustellen und sich einfach nur zu Club zu schießen. Ne? Genau. Wenn du bestimmte Missionen erfüllen musst. Hier sind dann auch die Besonderheiten jetzt für Leviathan. Schwarzflotte Leviathan, was natürlich dann auch eine der Hauptfraktionen eigentlich ist in dieser Kampagne. Zufälligerweise habe ich Schwarzflotte Leviathan. Tatsächlich. Hier sind eine Begabung der Kriegsherren drin, auch wieder Reliquien, also ist halt ähnlich halt aufgebaut. Ja, ja. Gefechtsoptionen natürlich dann auch wieder für die Fraktionen. Und dann gibt es hier auch noch zum Beispiel Synapsenverbindungen zum Schwarmbewusstsein. Andere denn, Regeln, ja. Genau, jedes Modell, das eine Synapse ist, hat hier noch eine bestimmte Fähigkeit. Und gibt dann so Sonderregeln weiter. Genau, du kannst dann zum Beispiel einen Symbiarch, kann dann einen 12-Zoll-Umkreis, der hat dann hier zum Beispiel Schattenbeherrschung, der kann dann einen 12-Zoll-Umkreis, eine Einheit, Schattenbeherrschung. Da oben. Genau, dann kann, das ist ein relativ langer Regeltext, nehmen wir jemanden an. Tervigon, bei einer Fernkampfattacke des Modells, diese Einheit kannst du unifizierter Wundeshof von 1 und 2 wiederholen. Also, wenn der quasi in seinem Umkreis, in seiner Napsenreichweite andere Modelle hat, dann überträgt er diese Sonderregel. Genau. Dann hat man noch die Möglichkeit, sogar seine Schwarmflotte anzupassen. Mit Schwarmflottenanpassungsmöglichkeiten, wenn man zum Beispiel eine eigene Flotte, eine eigene Schwarmflotte aufstellen möchte und sagt zum Beispiel hier, ich möchte das haben und das, als Vorteile halt, die man sich dann dazu kaufen kann, steht glaube ich auch drin, wie viel man da wählen darf und so weiter. Also so kann man sich auch so ein bisschen seine eigene Schwarmflotte halt zusammenbasteln, wenn man möchte, wie so ein Baukastenprinzip. Genau, dann gibt es halt hier auch noch adaptive Physiologien. Das ist dann glaube ich Schränkung, Sterbliche. Tja. Ja, ganz interessant. Hier siehst du schon die neuen Orks da drin. Neuen Ork-Modelle. Genau, das auch, ja. Das sind denn, ach genau, das ist denn, wenn die aufsteigen in der Kampagne, dann können die hier bestimmte Fähigkeiten bekommen. Ja. Genau. Ja, und hier sind halt nochmal extra spezielle Kreuzzugsregeln halt drin für Astra Militarum und Tyranniden jetzt speziell in dem Buch. Ja, und bei Buch 2 geht es dann, glaube ich, mehr um die Orks, ne? Genau. Ja, das war mehr oder weniger so in diesem Buch drin. Und in Buch 2 hat man halt dann eigentlich erst so die richtige Kampagne drin. Genau. Hier ist natürlich auch wieder am Anfang eine Menge Fluff drin. Ja, ist wieder clever gemacht, dass man sich halt beide Bücher kaufen muss, ne? Genau. Und hier hat man dann auch die Möglichkeit, dass es hier diese Kampagnenbäume gibt. Denn hier ist das so, kann ich vorne mal kurz zeigen vielleicht. Hier ist das System einmal so aufgezeigt. Spiegelt ein bisschen. Hier sieht man die Schwarmflotte, wie sie dann ankommt und dann so Planet für Planet überfällt.
Und so ist halt die Kampagne auch aufgebaut, ja, dass man Planet für Planet erstmal spielt. Und dementsprechend hat man hier dann so eine vorgefertigten Kampagnenbäume, die halt dann jeweils in vier Abschnitten eingeteilt ist. Angefangen wird hier mit Phase Bad Squeak, das ist der erste Planet, den die überfallen haben. Und dann wird in Abschnitt 1, also die erste Mission, Aufspüren und Ausschalten oder die Aufklärungspatrouille gespielt. Genau, also eine kleine Mission. Genau, hier wird dann auch noch die Spielgröße vorgegeben als Kampfpatrouille oder als Aufmarsch. Auch sehr schön gemacht. Ja, und dann geht es halt weiter mit den anderen Planeten. Hier ist dann zum Beispiel Planet Urmuk und dann der schlussendliche Endplanet hier ist Octaria. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ne? Und jeder Planet hier, wie das so spielen lässt, hat als letzte Mission in Abschnitt 4 jeweils eigene Missionen, die dann auch hier so dargestellt sind. Ja. Das heißt, dass für jeden Planeten die Endschlacht mit diesem legendären Mission heißt sie hier. Das ist hier für Bad Squeak, Gorgs Kopf, ja, Dakazot, Urmuk und Octaria. Und jedes dieser Missionen hat natürlich noch spezielle Sonderregeln, spezielle Missionsziele und so weiter. Halt, ne? Also, dass man das so ein bisschen so spielerisch gut darstellen kann. Ne? Dann gibt es hier noch Regeln und Erweiterungen für Orks, für die Blood Axes und für den Heizermob des Heizerkultes. Gibt es dann hier noch spezielle Regeln und Fähigkeiten? Hier sind noch irgendwelche, die kenne ich überhaupt nicht. Astra, wie heißen die? Astra Kartografika, ja, ich kenne sie nicht. Das sind irgendwie, sehen auch so wie Raumfahrer, weiß nicht. Freihändler sind das hier, steht hier. Freihändler sind geborene Anführer, Kaufleute des Todes. Habe ich noch nie gesehen, noch nie was von gehört. Freihändler. Aber wenn ihr so spielen wollt, hier sind sie drin. Bewaffnete Raumfahrer, ja, wahrscheinlich so wie Handelsmarine. So. Wahrscheinlich, irgendwie sowas, ja. Genau, hier gibt es dann auch Gefechtsoptionen und sowas. Hier sind dann noch ein paar Modelle drin. Ich kann sie ja mal zeigen, falls der ein oder andere die kennt oder das spielen möchte. Hier sind sie drin. Ja, wie angedeutet schon, ein Codex Blood Axes. Hier, Codex-Ergänzung für die Blood Axes. Wir haben schon die Sonderregeln dafür, Begabung der Kriegsherren dafür. Reliquien, Gefechtsoptionen und dann hier noch der Heizerkult, der bestimmte Vorteile noch bekommt. Sonderanfertigungen gibt es dann hier auch noch für die Fahrzeuge. Da sind ja mal schön mit Fahrzeugen unterwegs. Da gibt es hier Kreuzzugsregeln generell für die ganzen Fraktionen, die hier drin waren. Für die Astra Kartografika. Hier gibt es dann Waffenaufwertungen auch dafür. Und hier gibt es auch Beutefahrzeuge für die Orks. Kennt man ja von früher, Beutepanzer. Und die können dann hier für Schrottpunkte, weil Orks generieren in der Kampagne, beim Kreuzzug zum Beispiel, wenn die Schrottpunkte generieren, wenn sie Schrott auf dem Spielfeld sammeln, und können dann Fahrzeuge bauen daraus. Es gibt zum Beispiel einen Beutepanzer, einen schweren Beutepanzer und einen Megapanzer. Wie so ein Baneblade oder so, ne? Ja, ich schätze schon, weil der Megapanzer hat zum Beispiel 26 Lebenspunkte. Jo, das geht wohl, ne? Der schwere Beutepanzer hat 12 Lebenspunkte. Und der normale Beutepanzer hat 10. Ja, das heißt, ich denke mal, so ein schwerer Beutepanzer ist ja immer sowas wie ein Lemon Russ in der Art, so größenmäßig. Und Megapanzer wird, denke ich mal, echt sowas wie Bandblade sein. Ne? Jo. Ja, das ist das quasi Ganze schon durch. Ne? Also kann man halt mit diesen beiden Büchern sich so seine Kampagne aufbauen, zurechtbauen und spielen. Natürlich kann man das Ganze freigestalten, wie man möchte, hat natürlich Anpassungsfähigkeiten, aber hat natürlich auch hier das Werkzeug, um das halt auch ein bisschen thematisch in diesen Octarius-Sektor anzugleichen. Genau, ja. Ich bin mal gespannt, wie sich das spielen lässt, wirklich. Ja, und wir wollten halt versuchen, das Ganze auch so ein bisschen anzugehen, da ich ja Orks habe, zwar noch nicht so viel. Genau, wir hatten ja, wie gesagt, damals vor Jahren mal so ein Projekt gemacht mit 40k, da hatte Marlon ja Orks gemacht. Genau, da habe ich auch noch einige Sachen zu Hause liegen gehabt. Und da habe ich jetzt auch tatsächlich ein paar Sachen mal wieder angefangen oder weiterzumachen. Genau, ja. Und das Gute ist halt, am Anfang spielt man relativ klein. Ne? Das kann man relativ fix umsetzen und wird dann halt immer größer. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es in den zweiten Planeten, wenn wir hier nochmal gucken, ob das dann auch wieder da klein anfängt oder ob das dann auch gleich so groß weitergeht. Kampfpatrouille oder Aufmarsch. Ne, das fängt dann auch wieder klein an. Hier fängt es auch wieder klein an. Hier ist schon ein bisschen größer.
Ja, tatsächlich, ja. Also die letzten zwei Planeten sind, da wird dann schon ein bisschen größer angefangen. Hier wird zum Beispiel teilweise sogar im Großaufgebot gespielt. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was das genau für eine Größenordnung war, Großaufgebot. Aber es war auf jeden Fall die größte Kategorie, die es halt gibt. Ja. Das heißt, die letzten zwei Planeten sind dann schon ein bisschen größer, obwohl hier ist das teilweise auch schon ein Großaufgebot. Na, sagen wir die letzten drei Planeten. Also die ersten zwei sind so ein bisschen zum Anfang und die anderen drei sind dann quasi so der Hauptkampf. Und ja. Ja, gut, ne? Muss man sich langsam rantasten, würde ich sagen. Genau. Ja, hier sind ja noch die neuen Ork-Modelle drin hier auch. Ne? Die sieht man ja wie von den Punkten her. Wie gesagt, von Tyranniden habe ich schon einiges liegen, aber ich werde mir auch noch ein paar Sachen holen. Und bei dir ist es ja so, wie gesagt, jetzt nach und nach mal was anmalen. Und dann kann man das erste Spiel machen und wenn man dann sieht, was weiß ich, man braucht nochmal 200, 300 Punkte, dann holt man sich nochmal was. Genau, die hole ich gerade nämlich, weil hier auch noch Bilder sind, von so einer Karte. Mhm. Hier stehen so Black Templars, die denn hier einfallen, den Dominus-Kreuzzug, die Freihändler, hier sind zum Beispiel die Orks. Das sind halt angrenzende Systeme, wo halt dann so Schlachten auch noch ausgetragen wurden. Sigmar-Ulstaria-System, deswegen. Ja, wie gesagt, das wird dann so unsere zweite Kampagne, die wir spielen. Die erste Kampagne, das war ja von Battlegroup eine Kampagne. Turmbruch haben wir ja gespielt damals. Mhm. Da fand ich das ganz interessant. Da ist es tatsächlich vorgeschrieben, welche Einheiten man einsetzen muss für die jeweiligen Spiele. Das ist ja hier nicht so. Aber wir hatten uns darüber ja auch unterhalten und hatten vielleicht überlegt, das zu übernehmen. Dass zum Beispiel Manuel sagt, ich müsste das und das einsetzen auf jeden Fall. Und ich sage, du musst bei Orks das und das einsetzen. Also nicht, also auf ein, zwei Einheiten bezogen, nicht auf, dass ich ihm jetzt eine Armeeliste schreibe. Genau. Und er schreibt mir eine Armeeliste. Zum Beispiel, dass man sagt, eine Infanterieeinheit und ein Monster oder Fahrzeug. Genau, zum Beispiel, er würde jetzt für mich sagen, ich habe noch nie auf dem Spielfeld Gargoyles gesehen. Ja, ich habe auch keine, müsste ich mir dann besorgen und anmalen tatsächlich. Da hat man auch wieder, sag ich mal, einen Grund, was zu bauen und was fertig zu machen. Und dementsprechend andersrum würde ich das ja auch genauso sagen. Genau. Ja, und was dann noch als Möglichkeit besteht, um halt dieses bisschen Unausgeglichene zu machen, dass man nicht mit festen Punkten spielt, also mit Machtpunkten, wir wollen es, denke ich mal, nach Machtpunkten spielen. Ja. Macht das Ganze ein bisschen einfacher auch und ist schon ein bisschen unausgeglichener. Aber um das Ganze noch ein bisschen unausgeglichener zu machen, dachte man vielleicht, dass man das Ganze auch noch ein bisschen würfeltechnisch ermitteln kann. Dass zum Beispiel, ich sag mal, wenn das erste Spiel mit 25 Machtpunkten eigentlich startet, bekommt man die Hälfte fix plus ein W20 bis zum Maximum halt von 25. Als Beispiel jetzt. Ne, dann ist das immer noch so ein bisschen, ne, du startest dann so mit 12,5 Punkten oder sagen wir halt 13 Punkten plus ein W20, ja. Dann hast du dementsprechend halt deine Machtpunkte halt. Das für beide Seiten. Und dementsprechend hast du halt so ein bisschen Unausgeglichenheit. Und macht das Ganze vielleicht ein bisschen interessanter. Genau, und wenn dann noch das dazu kommt, wie zum Beispiel, ich sage zu Manuel, er muss Buggies einsetzen, oder einen Buggy einsetzen, der fällt ja auch dann damit rein, und schon sieht das ganz anders aus, ne? Ja, schon ist man halt ein bisschen, sag ich mal, gezwungener, Listen zu machen, zu bauen, genau. Die man sich halt nicht so aus dem Kopf vorstellt, sondern halt haushält oder mit dem kämpft, was man so zur Verfügung gestellt hat, also genau. wo man vorgesetzt wird, halt, ne? Was für Voraussetzungen halt. Ne? Ja. Anders denkt man ja immer so, ja, ich mache dies und das und jenes. Und so ist halt, so du stehst halt davor, das musst du, das habe ich. Genau. Ja, jetzt muss ich zusehen, wie ich darum irgendwie was versuche, irgendwas zu machen, damit ich das. Ob es dann gut ist oder nicht, sieht man ja dann. Ne? Genau, und das ist halt eine ganz coole Methode, um vielleicht das ein bisschen mal aufzubrechen, halt, diese klassischen Spiele halt. Ne? Ja. Also diese klassische Turnierspielebene oder so. Ja, sonst ist es ja so, ich kann mir auch eine Liste aus dem Forum irgendwo ziehen, wo jemand diese Liste tausendmal schon getestet hat auf etlichen Turnieren und sagt, genau das ist das Nonplusultra. Das würde ja komplett wegfallen, ne? Weil erstmal hast du die Punkte dafür gar nicht und wenn dann noch andere Sachen da reinstrahlen, dann sehen die Listen auf jeden Fall ganz anders aus. Und von dieser Sache sind wir eher nicht von weg, dass man halt nur auf diese Effektivität guckt. So, mittlerweile halt ist das ja so, man setzt auch ein, was man halt cool findet, hintergrundtechnisch, modelltechnisch, wie auch immer, und spielt dann so eine Sache, bevor man halt irgendwie guckt, oh, das finde ich eigentlich scheiße, das Modell, aber es ist halt mega gut, jetzt muss ich es mir kaufen. Ja? Genau. Und
das ist halt so der Grund halt, dass man da von vornherein ja schon weggeht. Und wenn beide Seiten ja auf demselben Level so sind, dann passt das ja. Wenn du natürlich einen hast, der sagt, ich setze das ein, was ich cool finde, und der andere sagt, ich setze das ein, was gut ist, ne, dann steht das natürlich so. Genau. Dann hat der eine vielleicht Spaß, weil er den komplett von der Platte rasiert, und der andere kriegt komplett aufs Maul und sagt dann auch so, entweder spiele ich nie wieder gegen den oder nie wieder mit der Armee oder was auch immer halt. Ne? Und dann hat man natürlich auch keine Motivation und keinen Spaß mehr. Deswegen sollte das immer beide Seiten auf Augenhöhe halt sein. Entweder sagen beide Seiten, wir spielen jetzt eine Endzeit-Turnierliste, oder wir sagen halt beide so, wir spielen halt, ja, beide so diese erzählerische Geschichte halt. Ne? Ja, aber wie gesagt, das Ganze läuft so ein bisschen im Hintergrund, nach und nach, weil es ist, ihr wisst es selber, wie es ist, man kann jetzt nicht einfach mal 3000 Punkte aus dem Boden stampfen, wenn man noch andere Sachen am Laufen hat, sagt man. Schon, aber es wird schwierig. Ja gut, wir haben noch andere Sachen so, zum Beispiel Fantasy, das läuft ja eigentlich immer hier so, ne, dann Zweiter Weltkrieg, sag ich mal, ne, und jetzt, wie gesagt, ist dann mal so, dass Manuel sagt, ich habe heute Bock, oder ich habe mal die Woche Zeit, und dann mache ich mal, keine Ahnung, 10, 20 Orks fertig, und ich kaufe mir auch wieder was von Tyranniden, mache das fertig, und dann kann man ein Spiel mal nach dem anderen machen. Genau. So, denke ich mal, ist das auch angedacht. Ja. Also jetzt nicht unter Zwang, sondern einfach nur so. Genau, wann das Ganze startet, wissen wir selber noch nicht genau. Du hast ja nichts. Ich habe nichts. Punkttechnisch habe ich sogar gar nicht so wenig. Ja, aber ob man es einsetzen kann, ist dann die nächste Frage. Das ist eine andere Frage, ja, aber also ich schätze mal, punktetechnisch ist das bestimmt auch so. Was? 830 Punkte? 30 Punkte ist das bestimmt schon. Nee, ich schätze mal so 700, 800, 900 Punkte vielleicht. Ja, je nachdem, wenn man sich natürlich dann wieder, keine Ahnung, man holt sich dann zum Beispiel einen Wagboss dazu, ne? Das geht natürlich dann schon wieder schnell. Oder was ich, man holt sich ein Fahrzeug, ein Buggy oder ein Truck oder Kampfpanzer oder was auch immer halt dazu. Ne? Dann geht es ja schon relativ flott. Ne? Nervig ist halt natürlich immer dieser Kern an Infanterie. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, jetzt mal am Rande erwähnt nochmal dazu. Eigentlich spielt man ja mittlerweile in der 9. Edition ja auch keine Massen mehr. Das heißt, diese 30er-Einheiten setzt kein Mensch mehr ein. Aufgrund dieser neuen Blast-Regel, die es ja jetzt in der 9. Edition gibt, werden ja möglichst kleine Einheiten immer gespielt, weil die auch bei Blastwaffen immer mehr Schaden bekommen, diese großen Trupps. Und habe ich mir halt gedacht, scheiß drauf, ist mir doch egal, dann ist das halt so. Und ich spiele trotzdem halt dann so einen Ork 30er Mob oder sowas halt, ne? Genauso wie du ja auch einen großen Tyranniden Mob spielst. Ja, ich finde so, bei mir, das ist ja auch immer so ein bisschen der Fluff so dahinter. Tyranniden, wenn ich mir das so vorstelle, wie die so einen Planeten versuchen zu erobern, da werden jetzt nicht nur 50 Karnifexe landen und ein Schwarmtyrant, sondern da kommt halt Masse. Ne? Ich weiß eigentlich auch, was du noch bräuchtest. Ganten, Romaganten, sowas halt. Ne? Und du gerade nämlich sagst, zum Infiltrieren, müsstest du noch Liktor haben und Symbionten. Ja. Das ist nämlich gerade für diese ersten Schlachten, für diese in dieser Phase 1, ist das ja prädestiniert. Das sowas. Kannst du dir ja wünschen. Ja, tatsächlich. Liktor und Symbionten. Hm. Das, was ich mag. Ich find die cool. Ja, das ist ja dann auch wieder wie bei dieser Topo-Kampagne. Da denkt man so, oh, was ist denn das für ein Ding? Was ist das? Und dann würde ich mir, waren da Sachen dabei, die ich mir niemals gekauft hätte. Habe ich ja dann gekauft. Ich wusste, dass es die gibt. Eben musste ich mir ja dann tatsächlich kaufen und anmalen und einsetzen. Und dann war es auch tatsächlich gar nicht so scheiße. Und das zum Beispiel Symbionten finde ich halt, fand ich schon immer von der Optik her halt nicht so geil. Ne? Also das, was können und so, das wissen wir ja alle. Aber das Auge isst hier immer ein bisschen mit und deswegen habe ich immer versucht, mir die nicht zu kaufen. Ja, irgendwann gibt es keinen Weg mehr drumherum. Ja, eben. So wäre das dann zum Beispiel. Ne? Genau, deswegen. Also ich bin echt gespannt, wie das dann abläuft. Wie gesagt, den genauen Termin oder so können wir noch nicht sagen, weil wir müssen ja erstmal noch ein bisschen. Wir müssen ja generell erstmal ein paar Spiele machen in der neuen Edition, damit man irgendwann weiß, wie das richtig läuft, weil in der neuen Edition haben wir ja noch nie gespielt. Nee. Traurig, wie es ist. Jo. Aber es ist halt so. Deswegen, man muss ja da erstmal wieder richtig reinkommen. Ja. Und deswegen kann man das Ganze dann noch mit so einer Kampagne vielleicht ganz gut dann aufleben lassen und ein bisschen verinnerlichen und lernen das Ganze, um da halt dann auch wieder ein bisschen Fuß zu fassen. Genau, so sehe ich das auch. Ja. Dann sage ich mal vielen Dank für die bis hierhin noch zugeguckt haben. ja, und ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr generell so diese
Games Workshop Kampagnen findet. Ob ihr so eine Kampagne spielt oder ob ihr einfach auch nur ganz normale Spiele spielt, diese ausgewogenen Spiele, wo einfach sagt, ich 1000 gegen 1000 oder 1100 gegen 1100 Punkte. Oder ob ihr auch mal gerne so eine erzählerische Spielart macht, wo ein bisschen Story hintersteht. Also diese narrative Spielweise, wie man es ja auch nennt in Neudeutsch. Mhm. Ja, könnt ihr ja gerne mal schreiben in die Kommentare unten, was ihr so gerne spielt oder was ihr auch mal gerne spielen würdet, aber noch nicht konntet, weil ihr keinen Spielpartner habt, der genauso spielen möchte wie ihr oder wie auch immer. Könnt ihr ja gerne alles mal reinschreiben. Genau. Und ja, dann schauen wir mal. Dann sehen wir uns zum nächsten Video. Genau. Also in diesem Sinne, bis dann. Tschüss. Ciao.